Hallo zusammen von Nitro Mechatronics. Heute erzählen wir euch etwas über den FCA Bypass Emulator. Was macht er? Dieser Emulator wird verwendet, um das Gateway-Modul zu umgehen. Zuvor wurde er mit einem 12+8 Kabel an das Diagnosegerät von OBD angeschlossen. Aber jetzt umgeht er mit Hilfe dieses Emulators das Gateway und führt eine normale Fehlererkennung und Ölerkennung durch. Es hilft uns, Reset-Vorgänge an Fahrzeugen der Fiat Jeep-Gruppe durchzuführen. Ja, es wurde mit Autel DS 800 an das Fahrzeug angeschlossen. Jetzt versuchen wir, den Fehler zu diagnostizieren, aber wir haben das Modul noch nicht angeschlossen. Fehlerbehebung. Ich habe mich für die Marke Fiat entschieden und sage vorwärts. Ich wollte eine automatische Auswahl und ein automatisches Auslesen der Fahrgestellnummer. Sehen Sie, das Gerät ist angeschlossen und versucht, eine Verbindung herzustellen. Es kann keine Verbindung hergestellt werden, da das Fahrzeug derzeit mit dem Gateway-Modul verbunden ist. Ja, wir haben die Fehlermeldung erhalten, dass das Lesen der Fahrgestellnummer fehlgeschlagen ist. Auf diese Weise ist das automatische Lesen des Fahrgestells und die Verbindung zum Fahrzeug fehlgeschlagen. Jetzt werden wir unseren FCA-Emulator anschließen und erneut versuchen, eine Verbindung zum Fahrzeug herzustellen. Ja, hier werden wir unser Modul installieren und Teil, den Sie als Gateway-Modul erwähnt haben. Das ist direkt unter dem Lenkrad, wo wir die beiden Kabel entfernt und angeschlossen haben. Schauen Sie hier. Es gibt 12 und 8 Drahtbuchsen. Ich habe sie entfernt. Jetzt werden wir sie an unsere Anschließen-Emulator und führen sie einen Gerätetest durch. Wie Sie sehen können, haben wir den Emulator angeschlossen. Ich habe die vom Gateway-Modul kommenden Kabel an die Eingangspunkte des Emulators angeschlossen und werde den Test durchführen. Nachdem wir unseren Emulator angeschlossen hatten, haben wir ihn an den angeschlossenen Fahrzeug erneut mit dem Kabel und wählte das Fahrzeug der Marke Fiat bei eingeschalteter Zündung und Automatik des Fahrzeugs. Ich habe den Befehl zum Auslesen des Fahrgestells gesendet, wie Sie sehen können. Wurde es sofort gelesen. Der Emulator war nicht angeschlossen, er konnte das Fahrgestell nicht automatisch lesen. Aber jetzt hat es gelesen. Und jetzt sage ich okay und mache weiter. Ich melde mich beim System an. Dank dieses Emulators wird es keine Probleme in Fahrzeugen der Fiat-Marke Jeep Group geben, insbesondere an Orten, an denen es Probleme mit Ölrücksetzungen gibt. Dank dieses Emulators, wenn wir uns beim System angemeldet haben, werden wir es erkennen. Nachdem ich den Fehler im Fahrzeug festgestellt hatte, klickte ich auf automatisches Scannen und der Scan-Vorgang startete. Wie Sie sehen, ist der Fehlererkennungsprozess abgeschlossen. Es wurden 5 Fehler gefunden und ich klicke auf die Schaltfläche Schnell löschen und lösche diese Fehler. Ja, jetzt habe ich auf dem Gerät, wo Sie den Öl-Reset-Vorgang durchführen werden, statt auf die Diagnose auf den Hot-Function-Bereich geklickt, was ein größeres Problem darstellt, und von dort aus wähle ich den Öl-Reset-Vorgang aus. Ich wähle Wartungsinformationen zurücksetzen und sage OK zu den Verfahren. Ja, wie Sie sehen können, haben wir den Ölverbrauch des Fahrzeugs zurückgesetzt, indem wir sagen, dass die Service-Informationen zurückgesetzt wurden. Dank dieses Emulators können Sie sowohl Fehlererkennungs- als auch Ölrücksetzungsvorgänge sehr einfach und problemlos in den Marken Fiat und Alfa Romeo durchführen, Jeep-Gruppen. Vielen Dank fürs Zuschauen.